Moin Moin, herzlich willkommen beim Zockerpansen. Ich bin der Lars, ich bin hier mit dem Todde. Hallo Todde. Moin Leute, seid gegrüßt. Rundchen the Cycle? Aber hallo, heute mal ein bisschen was anderes, erzähl mal. Ja, was sind das da für Dudes? Wir haben jetzt einen Squad am Start, das heißt mit zwei fremden Karpaiten hier irgendwie unterwegs. Ja. Ja, irgendwie ist das jetzt so, die haben diesen Duo-Modus, wenn man ein Team bildet, kann man ja normalerweise den Duo-Modus starten. Und das haben die jetzt gerade deaktiviert und stattdessen ist halt irgendwie Squad-Modus genau. Am Start. Macht doch erstaunlich viel Spaß. Ja, mal gucken, wie das funktioniert. Also es ist wahrscheinlich ziemlich chaotisch, ja? Weil wir kennen die anderen beiden eigentlich ja nicht. Mir wurde die Waffe hier empfohlen, die Scarab. Kanitte. Die hat so ein Add-on drin, dass die Energieladung halt zum nächsten Ziel weiter travelt. Wo wollen wir eigentlich hin? Ja, momentan ist, weiß ich auch nicht so richtig. Wir verteilen uns alle gerade. Das ist bestimmt richtig gut, das ist wie in so einem Horrorfilm, wo alle sagen, lass uns mal mega, aufteilen. Mega gut. Ich folge mal dem Gitzk. Ja, okay, der folgt dir, das ist auch super. Ja, ich wollte da hoch eigentlich zu dem Kristall. Ich weiß aber noch nicht genau, wie ich da jetzt hinkomme. Blob. Ja, das ist das Schlimme, wenn man sabbelt, sich dann auch gleichzeitig darauf zu konzentrieren, irgendwie konkret zu spielen, ist immer schwer. Was ist denn das hier für ein Quatsch? Weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ich komme da nicht hoch gerade. Boah, das gibt's doch gar nicht. Wie nervig ist das denn? Ja, verliert man voll Zeit gerade. Ja. Okay, lass uns das vergessen. Ne, jetzt habe ich es nach oben geschafft. Okay, dann mach. Guck mal, jetzt ist das nur so eine. So ein einfaches, ne? Easy Micker-Welt ist halt Mist. Oh Mann. Das hat sich ja richtig gelohnt. Hammer. Aber die Knifte, also die Empfehlung, die war echt gut. Schön im Kommentar und am Video. Mhm. Kollegin drunter geschrieben: Hey, probier mal die Scarab. Okay, okay. Kann man machen. Weil die hat so einen Blitz, ne, irgendwie. Genau, und der wandert dann halt weiter. Okay, das ist natürlich so nice. Aqua King. Wo ist Sandmann? Da ist Sandmann. Ich komm mal zu dir. Oder wollen wir den anderen mal folgen? Das sind ja ganz andere Wohner, Pampa hier unterwegs. Ja, ich bin nicht so ganz sicher. Du bist ja voll... Echt, ey. Was? Wo bist du denn schon wieder? Ich mach hier Kristalle. Ich dachte, ich erfülle mal Dinge und Aufgaben ja, und so. Ja, schon gut, schon gut. So ein bisschen was fürs Team und so. Lass das mal dem Aquaman, der da weggerannt ist. Das ist bestimmt richtig gut, dass wir das jetzt so machen. Ja, das wird uns auch überhaupt nicht in den Arsch beißen, ja, dass wir wenn jetzt wenn das nächste 4-Mann-Team kommt, ne? Du bist direkt hinter mir, das ist gut. Hier ist ein Medium-Spot. Großartig, gut. Super. Dann kriegen wir noch Kohle, um uns mal ich den Monstern jetzt ein bisschen Blitze in den Arsch, was hältst du davon? Ich finde das sehr gut. Wo spawnen die denn da? Ist schon ganz witzig, das Ding. Boah, hat was. Frage ist, kriege ich Weakspot-Kills? Wir müssen ja Weeklies schaffen, gerade. Ja, genau. Ja, ist ja jetzt irgendwie Sonntag heute. Letzte Chance, die Weeklies abzufarmen. Und den oh, Season Pass. Einer tot. Wer denn? Gibt es Lübsk? Keine Ahnung. Ja, ich renne da jetzt nicht hin. Das sollten wir vielleicht. Nein, der hat sich doch nur mit irgendwas angelegt und muss jetzt 30 Sekunden warten, wetten? Ja, wir sollten trotzdem mal unser Team unterstützen, meinst du nicht? Wir sind ja nicht diejenigen, die das Team im Stich gelassen haben, möchte ich mal so erwähnen. Aber das ist doch egal. Am Ende des Tages verlieren wir trotzdem, wenn wir alle draufgehen. Ach, Aqua King. Ach, Gitzitzk. Das ist ein bekackter Name. Aber guck mal, der ist doch gleich wieder da. Oder? Ist der echt gestorben? Nee. Oder? Doch, Moment. Das heißt, der hat jetzt schon einen aufgebraucht, wenn er das Kreuz da hat, wo oder? Weißt du, dass der gestorben ist? Ich glaube, der ist AFK, der steht nur dumm rum. Ach nee, jetzt tut er was. Hey, guck dir mal sein Symbol an. Der hat diesen Schild. Und ich glaube, das heißt, dass er seine Triage schon verbraucht hat. Schild? Guck doch mal links auf seinen Namen unten. Links da in unserer Teamliste. Ach, da, alles klar. Ja, guck mal, ich habe die ganze Zeit auf die Karte geguckt, diesen blöder Mongo. Aber, ja, verstehe. Ja, okay, ich bin hier offensichtlich. Was ist das denn? Oh, der Drill, der Drill, der Drill, der Drill. Der Drill, der Drill, der Drill. Ja, der ist 700 Meter weit weg, Digga. Der ist ganz am anderen Ende der Map.
Ja, guck mal, jetzt ist Aqua King wieder am anderen Arschende. Also, das ist ja hier König der Teams. Wir sind so richtig gut. Ja. Aber, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich allein besser dran bin. Ja. Wir könnten zu zweit einfach durch die Gegend ziehen und unseren 25% Share einfach ein bisschen verlottern. Okay, da geht's ab nach vorne. Links, 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 Digga. Aber abgehen. Es wird beschossen von 50 Leuten, glaube ich. Na super. Ja, ist das toll oder ist das toll? Ich habe immer noch keinen Turm. Richtig gut. Du solltest dich vielleicht nicht mit Mobs anlegen, sondern mit den Spielern, die hier rumhängen. Ja, die Mobs sind aber auch gefährlich. Ah, ja, genau. Okay, ich werde angegriffen. Ich hab den Dude im Visier. Ich muss ihn jetzt nachladen. Okay, einen habe ich ausgeschaltet. Ich mähe mich hier mal durch. Jetzt habe ich ein Problem. Yep. In Note. Need help. Over here. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade den ganzen Schaden hernehme. Wo waren denn unsere Leute? Ach so, Aqua Guy. Ach so, okay. Der eine Dude ist irgendwie ganz weit weg. Ja. Vielleicht sollten wir keine Kämpfe anfangen, wenn wir nicht vollzählig sind. Ja, oder wir lassen einfach hier Kollege Gittegützk, wenn er das nächste Mal einen Bock missbaut, einfach selber dafür bluten. Das stimmt. Ja. Also die. Sinn. Ja, der hat ja auch einfach alleine irgendwie drei Leute engaged oder so, ne? Ja. Vielleicht haben die ihn auch engaged. Also hier so ein bisschen Victim Blaming würde ich jetzt mal. Wäre ich jetzt vorsichtig mit, ne? Okay, du lebst noch? Oder das was? Schon aktiviert hier, ja. Ich habe jetzt halt auch meine Triage verloren, ne? Aber ich habe auch nicht, ich bin hinter dir. Ich habe auch nicht die coolen Waffen. Also ich habe gerade mal eine neue Waffe gekauft. Okay, der andere Dude ist jetzt auch gestorben. Super, jetzt kann ich mir mal meinen Turret holen und dann. Okay, wir sind jetzt alle gestorben, ne? Ja. Cool. Super. Okay, der eine Typ ist jetzt komplett raus, wie man gesehen hat. Ja, dann lass uns doch einfach mal gucken, dass wir jetzt einfach mal uns um Punkte kümmern. Wir werden beschossen. Von wem? Von hinten und ich will es auch gar nicht genau wissen. Du bist einfach nur durch diese Pfütze durchgelaufen. Nein, es waren Schüsse, die über meinen Kopf flogen. Ich weiß gar nicht, wie Schüsse aussehen. Du wirst noch nicht mal wissen, was Schüsse sind, wenn sie dich in den Arsch treffen. Digga, in die Richtung sind die Feinde. Aber okay. Ich habe da gerade nicht so viel Lust drauf. Ich habe jetzt einen Turm gekauft. Das ist schön, der wird uns richtig helfen, wenn wir gegen die Leute kämpfen. Da ist einer. Ja. Da auch. Ja. Gut. Also hier, Unterhaltung für unsere YouTube-Crowd oder... Ich schaff's das schon. Nee, dann bist du wieder alleine und dann musst du alleine die ganze Unterhaltung wuppen. Und wir wissen, wie das mal läuft. Du bist ja... Naja, ich habe vorhin tatsächlich einen umgelegt, ne? Aber ich war dann da ein bisschen alleine auf einer Spur. Es ist ja auch nicht meine Stärke, andere Spieler wirklich zu treffen. Das ist wahr. Meine Stärken sind, andere Natur. Ja, erzähl nochmal. Lange Spaziergänge. Welche? Am Strand. Können wir von deinen Stärken hier irgendwas gebrauchen innerhalb dieses Spiels? Ja, Pakt brechen ist eine Stärke. Okay. Das kann ich ganz gut. Du müsstest doch eigentlich inzwischen genug Kohle haben, um eine coole Waffe zu kaufen. Ich habe jetzt einen Turm und die 200er Waffe. Achso, wollte gerade sagen. Okay, na, das müsste ja erstmal reichen. Okay. So, jetzt können wir mal hier ein paar Pilze einsammeln, die könnten wir bei Gelegenheit mal wegziehen. Ach, Gitzkin ist jetzt wieder da, oder was? Hä? Hey, wie funktioniert das? Gitzkin? Lebt der noch? Nee, der ist tot. Nein, der ist tot. Was machst du denn da? Achso, Pilze sammeln. Ich nehme hier mit so Ticks an und sammle ein paar Pilze. Gut, ich hole mir hier oben nochmal so einen Weltesside-Spot. Cycle Spike. Das ist ja unsere Prio. Ja, das ist bestimmt richtig gut. Okay. Guck mal auf die Karte, wo die ist. Ja. Ist ja ein Weilchen weg, ne? Ein bisschen. Aber wir müssen da jetzt mal hin. Wollen wir das wirklich machen? Ja, gut. Ja, klar, wir brauchen. Wir haben auch vor allem noch ganz viele Pilze, die wir abgeben müssen. Ja, die verlieren wir, wenn wir abgeknallt werden. Ja, wir sind dann eh komplett raus aus dem Spiel, wenn wir sterben. Ja. Da ist dann auch gut. Also dieses Scarab hier mit den wandernden Blitzen. Schöne Anfängerwaffe. Ja. Kann man gut machen.
Natürlich nicht so geil, wenn man irgendwie auf andere Spieler trifft, aber... Also, das hat den gerade ganz schön genervt, aber jetzt nicht hardcore. Ach, beim Encounter hattest du auch nur die Waffe, ne? Nee, ich hab dann mal gewechselt, ich wollte mal ausprobieren. Okay. Aber das war nix. Du hast mitten im Kampf auf die Standwaffe gewechselt, um zu gucken, ob das gut ist. Ja, also, weißt du, während wir euch da angelegt habt miteinander, da waren ja noch 1000 Mobs. Und in den Mobs standen dann auch noch andere Leute rum. Und das war natürlich geil. Ich habe alle getroffen. Ne? Die Mobs, die Typen, euch. Super. Das hat sich schon gelohnt. Jetzt leg dich da nicht an, wir müssen zu den Zeitersplash. Ja, hier ein bisschen Geld mitnehmen. Schadet nie. Ja, Geld. Können wir eh nicht mehr ausgeben. Ja, gut, wahrscheinlich. Ich habe jetzt auch mal, ich habe es mir jetzt noch nicht geholt, aber ich habe als Erweiterung auch mal so eine Unsichtbarkeit mit. Die würde ich, also wenn ich das noch überlebe hier gleich, dann würde ich durchaus gerne mal ausprobieren. Ich glaube, die ist ganz gut, um einfach solchen gefährlichen Situationen einfach rauszukommen. Ja, du musst es beeilen. Ja, ich laufe doch schon, ich bin halt nicht so schnell. Könntest du sabbeln ein bisschen mehr in Laufen? Das funktioniert so nicht. Sabbelenergie ist nicht gleich Laufenergie. Okay. Du rechts, ich links? Nee, andersrum. Ja, ich links. Schnapp. Schau dir mal. Oh, okay, das... Au, warum sind denn jetzt hier... Ah, geh weg. Mein... Spieler oder was? Nee, so eine bescheuerte Zecke. Wollte mich irgendwie nerven. Hinten joggen auf jeden Fall Spieler rum. Ja, cool. Oh, der dreht sich aber auch gut ein rein hier mit den Dingern. Finde ich auch gut, dass hier schon einer eingekotet wurde. Hier, na, sag schnell, eingeschleimt. eingekotet, ja. Also rechne damit, angegriffen zu werden. Ich werde gerade angegriffen. Ja, geh weg dann. Achso. Nee, ist nur ein Roboter gewesen. Okay, cool. Ich hole mir mal die Unsichtbarkeit. Tatsächlich. Falls es. Okay, ich brauche noch mehr. Wo sind denn? Ich finde gar keine mehr. Wo sind die? Eigentlich? Nee, ich auch nicht. Auch nicht. Aber wir brauchen noch dringend. Hallo, wo sind die Dinger? Keine Ahnung. Ja, witzig. Ich geh mal hier hin. Okay, hier sind welche. Aber in der Mitte, wo ich gerade war, war nichts. Irgendwie. Ja, ich habe irgendwie alles weggefrühstückt und das Ende Gelände. Man sollte ja meinen, dass gerade in der Mitte irgendwie was ordentliches rumfliegt, oder? So, versuch mal bitte noch irgendwas zu finden hier. Wir sind kurz davor nochmal einen weiteren. Ja, hier sind ja noch drei andere Leute unterwegs. Ja, zu spät. Ist durch. Okay, dann abhauen. Ja, hier Abfucking hat sich ja auch total bewährt bei der ganzen Sache. Was macht denn der eigentlich die ganze Zeit? Weiß ich nicht. Finger im Po, irgendwie sowas. Ich gehe mal jetzt hier zu dieser Abgabestelle für diese Pilze. Bin ich schon mal mit. Ich werde angegriffen. Okay. Wo? Da, wo ich bin. Joa, das ist zu weit weg, fürchte ich. Tschüss. Lauf einfach. Lauf. Ganz viel laufen. Okay. Du kannst das. Oh no. Ah. Nein. Das war unnötig. Ich bin gleich tot. No. Kannst schon mal gucken, was du ohne mich machst. Ich finde das nicht so gut. Ich gebe hier mal die komischen Pilze ab. Wow, was ist denn hier los? Hier haben sich mal ein paar Leute ganz schön bedient. Das sind hier so Überbleibsel von Drops, also wenn man sich eine Waffe holt oder eben... Ich bin raus. Oh, Mist. Ich hasse das ja, ne? Ich habe das Gefühl, alle anderen Spieler sind immer so Bullet Sponges. Und ich bin ein riesiger Kopf. Du bist ein großer Kopf? Ja, wahrscheinlich. Ein Kopfhüßler. Oder habe ich den Turm ja richtig gut hingestellt? Ja, der steht da super, der Turm. Ich verfolge mal den Aquating hier. Du könntest mich ja mal verfolgen. Nein, du nimmst ja selber auf. Ich bin tot, ich bin raus. Aber ich bin viel wichtiger. Ja, aber du nimmst ja deinen Kram selber auf. Was macht denn jetzt der andere? Kannst du mal was machen? Der stirbt gerade. Er löst sich hier gerade mit einem anderen Spieler an. Echt, ich bin ein verschissener Spion. Hab ich dir schon mal erklärt? Wieso was? Naja, du müsstest mir mal erzählen, was da gerade passiert. Du siehst es zwar, aber ich ja nicht. Also. Nee, er wird gerade von einem Zweierteam klein gehackt. Also. Unschön. Denkt sich, es wäre schlau, jetzt mit denen sich auf den Firefight einzulassen. Nicht so gut.
So, wie überlebe ich das denn jetzt? Soll ich das überhaupt überleben? Oh, ja, du mach mal dein Ding hier. Wir haben noch 5 Minuten auf der Uhr. Oh Gott. Und wir haben immerhin 70 Punkte und sind Letzter. Also da ist noch viel zu holen. Kacke. Ja, oh Gott, Aqua King rockt das. Der rockt das gerade. Pass auf. Was ist denn jetzt los? Was? Hä? Ich weiß auch nicht, was der Dude hier macht. Aqua King geschossen? Das Nein. Aqua King hat aufgegeben. Oh, er hatte noch ein Leben. Okay. Wow, ich wurde auf jeden Fall behagt von ein paar Spielern und hab jetzt mal die Biege gemacht. Oh, also. Was machst du denn so? Ich guck mal bei dir rein. Ich habe mich gerade getarnt. Ach, kann ich gar nicht. Und das war recht effektiv, muss ich sagen. Ich habe mich unsichtbar gemacht und bin tatsächlich so entkommen. Ah, vielleicht sollte man sich sowas, also solche Dinge mal öfter ausprobieren. Ganz gut fand ich das. Oh, was ist denn hier los? Okay. Hallo? Na, ich kann tatsächlich ganz anderes gucken, außer Aqua King. Das ist ja mal gemein. Ja, yeah, ist auch nicht so der unterhaltsamste von denen. Aber dafür räumt er gerade Punkte ab, also. Ja, das ist ja in Ordnung. Kann man machen. Ist das so gut, dass ich hier so auf einem Feld mit 50.000 Mobs anlege? Ja, ich finde es ja faszinierend, dass du das immer überlebst, weil. Ich weiß nicht. Ich krieg das immer nicht hin. Ja, der Trick ist auch mal auszuweichen. Der Trick ist Treffen, habe ich mir sagen lassen. Das auch. Das hilft auf jeden Fall. Ah. Ja, so. Nein, die Hauptknifte. Die Hauptknifte, die ich mit habe, ist einfach Murks. Ja, ja, ist immer die Knifte, klar. Naja, die, meine 200er, diese SMG. Puh. Die taucht gegen Mobs, aber halt nicht gegen Spieler so wirklich gut. Okay, ich könnte jetzt hier. Nee, ich mach das nicht. Das ist eine ganz dumme Idee. Ich sollte einfach direkt auf die nächstbessere sparen. Voltaic Brute. Ja, die finde ich gar nicht so gut. Tatsächlich. Nö, aber die Guarantee, die ICA Guarantee, die ist nice. Mhm. Ja, diese die Chain Gun. Die läuft immer so schön heiß. Wie komme ich denn da jetzt so? Ich weiß es nicht. Okay. Keine Sorge, Aqua King kommt. Das hilft mir, das stimmt. Oh, ich will da hoch. Soll denn das jetzt? Also ich kann dir immer schon mal berichten, ihr seid nicht mehr Letzte. Ihr seid jetzt 4 statt 5. Oh, Kacke. Mit 10 Punkten Vorsprung. Und solltet ihr jetzt irgendwie 10 Punkte dazu kriegen, seid ihr sogar Zweiter. Was? Echt? Mhm. Okay. Ich glaube, die Kollegen, mit denen wir uns vorhin angelegt haben, sind einfach mal diese Squad aus Super Pros, die da oben gerade rocken mit 244 Punkten. Ja, okay. Cool. Finde ich das gut? Ja, ich weiß auch nicht. Oh, hier. Oh, Spieler. Nope. Balancing ist irgendwie Murks. Er rennt direkt an einem Nest vorbei. Das mache ich nicht. Er legt sich direkt mit dem Nest an. Nee. Seine Taktik ist interessant. Und die wäre? Heiß Waffen kaufen und wegrennen vor Monstern. Ich müsste jetzt nochmal so ein. Oh, das schaffe ich doch gar nicht. Ey, warum ist. Krass. Oh, er ist jetzt zum Landepunkt gegangen und wartet darauf, dass andere Leute die Mobs erledigen. Cooler Typ. Im Squad-Modus übrigens eine totale Pestgeschichte, ne? Ich hatte ein Spiel, 195 Punkte, mega viel Spaß gemacht. Ja. Und wollte einfach nur noch raus. Und im Squad ist es so, da wartet jeder, die killen die Mobs nicht, sondern die warten darauf, dass andere Spieler kommen. Ja, okay. Toll. Und wenn du dann der Dude bist, der anfängt, die Mobs zu killen, dann bist du abgefarmt. Mm, super. Oh Gott. Aber das Raumschiff ist da, also hüpf rein. Ja, ist da? Mhm. Okay, ja dann. Aqua wartet auch noch auf dich. Warum? Der kann doch einfach gehen. Nein, der ist skilled. So. Miep, miep. Der ist mega skilled. Whee! Wo bist denn du? Wo bist denn du eigentlich? Hier. Wirst du mir nicht angehen? Ach, da bist du. Cool. Und tschüss. Und raus. Nice. So, mal gucken, was Aqua noch macht. Ich glaube, der hüpft jetzt auch raus. Wäre auf jeden Fall schlauer von ihm. Jetzt legt er sich nochmal mit allen an. So. Okidoki. Mal gucken. Was sagen die Punkte? 105? Und doch wieder Letzter. Ja, das war ja zu erwarten. Ich habe es nicht mehr geschafft, am Ende noch Punkte zu machen, leider. Ich auch nicht.
Aber es geht ja auch nur um den Season Progress. Das Spiel selber ist ja irrelevant. Nee, ich wollte ja noch so, so eine Kristallgeschichte machen, aber die sind ja alle hart oder extra hart, weil das natürlich auf Squads abgestimmt ist und da hatte ich dann nicht so viel Lust, mich anzulegen in dem Moment. Schafft man auch alleine, aber wenn dann ein feindlicher Spieler kommt, ist halt vorbei. Ja, das Problem ist, da kommt dann halt nicht nur ein feindlicher Spieler, sondern vier. Ja. So, das ist halt das Ding. Okay, lass uns mal direkt ins nächste Spiel springen und hoffen, dass wir ein besseres Team haben. Play again. Play again! Jo, lasst uns mal einen Kommentar da, wie euch das Ding gefallen hat. Würde uns auf jeden Fall freuen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Reingehauen, Leute. Hey, freut uns, dass du reingeschaut hast. Wenn du noch mehr zum Thema sehen möchtest, gibt es hier links und rechts Playlisten, die dir auf jeden Fall weiterhelfen. Wir würden uns auch irrsinnig über ein Abo freuen. Also klick doch einfach auf die Kuh und lass uns eins da. Bis dahin erstmal, reingehauen.